Wir gönnen uns jetzt das Video von ApoRed zu Ron Bielecki. Das Video heißt, lasst Ron Bielecki in Ruhe. What the fuck? Hallo Leute, ApoRed, ich habe meine Freunde mit einem weiteren Video. Heute muss ich mal wieder auf Krampf einen Retalk raushauen, Freunde, weil was ich wieder auf YouTube sehe, ist wieder unerhört, Freunde. Es geht hier um Ron Bielecki, okay? Der alte Hase. Ich persönlich kenne ihn gar nicht, aber das spielt auch gar keine Rolle, okay? Weil was hier wieder passiert, ist unerhört. Was labert der da? Da steht ein, schreibt einer, haha, Ernährung werben lassen vom Alkoholiker. Ja, das finde ich halt so doppelmoralisch, ne? Von denen, die jetzt erst die Zusammenarbeit mit ihm beendet haben. Auf welchem Kanal ist das Apo-Video? Auf seinem Kanal. Auf welchem denn sonst? Naja, schauen wir mal weiter. Ich bin gerade ein wenig geschockt. Ja, weil, okay, er hat jetzt hier eine kleine Auseinandersetzung gehabt hier auf Instagram live. Okay, wer jetzt von nichts Bescheid weiß, hier ein paar kleine Schnipsel. So, okay, er hat jetzt ein bisschen Beef gehabt mit jemandem. Und jetzt stürzen sich wieder ultra viele YouTuber auf ihn auf, weil die sehen, ah, der Mainstream ist gerade gegen ihn, ne? Kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Ja? Er hat schon recht, die Leute stürzen sich auf ihn. Das hätte schon viel, viel früher geschehen müssen. Aber zu sagen, dass das falsch ist, ist definitiv zu 1.000.000% eine falsche Aussage. Denn ich sag euch ehrlich, ich sehe das auch als heuchlerisch an, jetzt von den ganzen Mainstreamern, die auf einmal kommen und sich denken, boah, krass, es funktioniert gerade gegen ihn. Ja, nee, die sind nie die Ersten bei irgendwas. Ihr habt bei mir gesehen, ich war der Erste, der ein Video dazu hochgeladen auf YouTube. Hat sehr gute Klicks gemacht, habe ich sehr gerne mitgenommen. Es hätte aber auch nach hinten losschießen können. Die Leute haben sich gedacht, boah, krass, nur positive Kommentare drunter. Offensichtlich, denn wir sind alle Geringverdiener. Wir befinden uns alle im selben Pott, der Pott, der von Ron diffamiert wurde und beleidigt. Ja, wir sind alle gleich. Wir sind alle Geringverdiener im Vergleich zu dem supergeilen Großverdiener, okay? Man hat gesehen, oh, es funktioniert. Wir müssen uns auch schnell als Ehrenmänner hinstellen. Das Risiko scheint nicht mehr so groß zu sein. Es haben ja schon 2, 3 Leute den ersten Schritt gewagt. Komm, wir ziehen alle mit. Hätten die sonst auch nicht gemacht. In dem Punkt verstehe ich ihn. Sehe ich genauso wie er. Aber würden die nicht mitziehen, würde es dann heißen, nö, guckt mal, die halten wieder die Füße still und keiner sagt was, bei ihm wird das verschleiert, bei dem wird nicht verschleiert. Von daher, Zwickmühle, nichtsdestotrotz, unterm Strich bin ich glücklicher darüber, dass die wirklich bei dieser Sache jetzt wieder Einheit zeigen, denn es ist unter aller Sau, was da passiert ist, und es ist unter aller Sau, dass ein Mensch mit Rons Reichweite nicht nur Casino-Streams und seine Zuschauer verkauft und ins Unglück stürzt, sondern auch so vehement dieses eklige Lifestyle propagiert und Zuschauern das Bild suggeriert, es wäre geil. Mir haben junge Leute, ja auch Zuschauer von mir, haben mir Videos geschickt auf cool, dass das voll die übelsten Ron-Fans sind und dachten, ich würde die dafür feiern. Schicken mir Videos, 14, 15-jährige kleine Kinder, haben so eine Bierflasche Desperados in der Hand und machen so. Sind aber die Ersten, die rumheulen, wenn KuchenTV irgendwelche islamfeindlichen Äußerungen von sich gibt, mir auf Moslem machen, aber schicken dann so Videos, wie die so ein Desperados im Tornado-Modus runterkickern. Was soll ich dazu sagen? Und sind dann überrascht, dass ich dann nicht so freundlich und so, oh geil, Bruder, richtig stramm von dir, denen entgegentrete, sondern ganz normal schreibe, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, tu mir aber bitte einen Gefallen, entfolg mir auf Instagram und guck auch bitte meine Videos nicht mehr. Leute wie dich will ich nicht in meiner Community haben, weil das ist nicht cool. Ja, nee, es ist nicht cool, mit 14 Jahren so und zu denken, man wäre krass. Natürlich, dieser Junge ist jung und dumm. Er ist naiv. Der Hauptschuldige daran ist ein Ron, der sowas als das Nonplusultra hinstellt. Hauptschuldigen allgemein sind die Leute, die mit ihm abhängen. Die Leute, die ihm diesen Hype verschafft haben. Ja, die kleinen Kinder können eigentlich unterm Strich nichts dafür, denn sie sehen, oh, das sieht geil aus und alle feiern es. Dann muss es richtig sein. Ich mach's nach und in 2, 3 Jahren sind das die größten Alkoholiker oder werden im Vollsuff, weil die zu mutig sind, kaputtgeschlagen. Irgendwas passiert. Ist mir doch selber auch passiert. Also ich rede hier aus Erfahrung, ihr kennt ja meine Real-Life-Stories. Meine Narbe, die hier anfängt, ihr seht ja hier, geht bis nach hinten. Ich war zu frech, ich habe einen Typen Hurensohn genannt. Ich habe gesagt, was guckst du, du Hurensohn? Ich habe verdient. Ich hätte dabei sterben können. Aber woher habe ich mir das Recht rausgenommen, den Typen, seine Mutter zu beleidigen? Und dann auch noch in der fremden Stadt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das. Es kann ganz, ganz schnell passieren. Ihr könnt auch in Alkoholsucht verfallen. Ihr könnt Alkoholiker werden. Schaut euch mal an, wie viele Leute wirklich daran zerbrochen sind. Geht mal und schaut euch mal die ganzen Junkies an, in Aachen zum Beispiel, Kaiserplatz und so. In jeder Stadt gibt es solche Junkies, sitzen mit ihren Bierflaschen den ganzen Tag, rotes Gesicht und leben es kaputt. Die haben vielleicht sogar einen super Job gehabt, die haben Frau und Kinder gehabt. Alles weg,
Das wird da propagiert. Ja, nee, das wird da propagiert. Natürlich müssen alle, wirklich alle, einheitlich zusammenhalten in diesem Punkt und dagegen vorgehen. Er zerstört sich ja selber auch. Aber scheiß mal auf ihn. Er soll mit sich selbst machen, was er will. Er ist erwachsen. Sein Vater sagt ja noch nicht mal was. Ja, nee, sein Vater sagt nichts. Mach, was du willst. Aber wehe, ein kleiner Cousin von mir oder ein Cousin von euch oder ein kleiner Bruder von euch lässt sich davon manipulieren, zieht das Gleiche durch, denkt, das wäre geil und es passiert was. Dann ist der Aufschrei groß. Weil, ihr wisst ja, der Mainstream ist sowieso nicht immer die hellste Kerze auf der Torte oder der schlauste Hase, ne? Nicht so viel Apo-Idee. Ich habe ja mal auch gesagt in einem Video auf Joke, dass ich 95% schlauer bin als die meisten Streamer und YouTuber da draußen. Ich revidiere die Aussage, ich würde sagen Minimum 99%. Ganz klare Geschichte, ne? Auch mit diesem Video, was diese Punkte, die ich auch wieder einleuchte, darauf kommen diese ganzen Goofies gerade. Wisst ihr warum? Weil die meisten Streamer und YouTuber, die gucken, aber was sagt der Mainstream? Ah, ich passe mich jetzt einfach an, weil dann kommen alle Leute zu mir, ich krieg schön Klicks und alle fühlen mich, keiner hatet mich, weil das ist ja die Mainstream-Meinung. Ich scheiß drauf. Meine Meinung ist komplett anti-Mainstream. Und ich scheiß drauf, ob da Leute sagen, ey Red, du bist behindert und der ganze Mainstream ist gegen mich, weil ich gehe nach Moral, nach Wahrheit und ich gehe nach rein Menschenverstand, okay? Mal gespannt, was der jetzt sagt. Jetzt ist das so, dass viele YouTuber, ne, auch die Altbekannten, ob es jetzt ein Unge ist oder wie die alle heißen, ne, gleiche Leier. Alle gefühlt lesen ihren Paragraph, ihre Texte davor, als wäre das irgendwie so ein Skript, der jetzt irgendwie jeden aufgeschrieben worden ist, okay? Und zwar sagen jetzt alle, oha, Ron hat sich jetzt übel asozial verhalten und hier und da. Zu dem ersten Punkt, asozial verhalten, in Gottes Namen. Ich habe jetzt den Background mitbekommen, dass er mit seinem Papa unterwegs war. Und okay, er ist jetzt impulsiv gewesen, er hat ein paar Beleidigungen rausgehauen. Aber jetzt mal Real Talk, okay? Er war jetzt mit seinem Vater jetzt da bei einer Veranstaltung, okay? Und wir wissen gar nicht, wurde sein Vater geschubst, wurde er beleidigt oder irgendwas. Wir kennen den Background gar nicht. Ich bin ehrlich, wenn ich mit meinem Vater irgendwo unterwegs bin und dann kommt... Bruder, ich küsse doch dein Herz. Du kannst mir nicht sagen, dass du mit deinem Vater auf irgendein Konzert gehst, dass ihr euch beide zusammen da besäuft, die Hacke voll, und dass dein Vater so ruhig neben dir stehen bleiben würde, wenn du gerade in einem Livestream vor zigtausend Zuschauern so abgehst und so ekelhafte Sachen von dir lässt. Erstens würde mein Vater gar nicht zulassen, dass ich für ihn gerade stehe. Er wird das Ding selber klären. Erstmal auf verbale Art und Weise versuchen. Ja, impulsiv sind wir alle. Wer weiß, was da passiert wäre, wenn einer unserer Väter angepackt wurde. Aber warum sollte einer von denen ohne Grund angepackt werden? Die Securities schienen sehr ruhig zu sein. Die haben sich auch sehr, sehr viel gefallen lassen. Die wurden doch die ganze Zeit als Hurensöhne betitelt. Die wurden doch ihre Mütter beleidigt. Die wurden doch als Geringverdiener hingestellt. Der Vater hat nicht einmal sein Maul aufgemacht. Und jetzt kennen wir ja die vermeintliche Wahrheit hinter der ganzen Sache. Wir waren auf Klo, der Vater war gut angetrunken. Es wird gemunkelt, war auch noch mit im Spiel. Also so wie er sich da verhalten hat, der Ron, kann sehr gut sein. Da wollt ihr allen Ernstes sagen, das war ein impulsives Verhalten. Das war in meinen Augen einfach nur ein bellender Hund. Wenn es wirklich um seinen Vater gegangen wäre, hätte er sich nicht dahingestellt und nur gebellt und Wörter fallen lassen. Er wäre reingegangen. Er wusste aber, er wird auf die Schnauze kriegen. Ja, der Feigling in ihm hat gewonnen. Was bleibt übrig? Gibt's nicht mehr viele Optionen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist in allen Punkten, egal wie man das Ganze sieht, moralisch absolut verwerflich. Irgend so ein Vollspatz von der Ecke und beleidigt meinen Vater oder, keine Ahnung, rempelt ihn an und dann macht einen dummen, haut noch einen dummen Kommentar raus, beleidigt nur das Übelste. Digga, dann würde ich übel durchdrehen. Da wäre ich kein schlauer Fuchs mehr. Da wäre ich der brutale Löwe auf einmal geworden. Da bin ich ganz ehrlich, Freunde. Und da jetzt zu sagen, ja, er hat sich jetzt voll asozial verhalten. Und, Digga, sei doch erstmal ruhig, du kennst den Background doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, wie du dich überhaupt in dieser Situation verhalten hättest, ne? Ja, zu einer Sache, muss man natürlich sagen, okay, Alkohol, ne, aber auf, ich glaube, wahrscheinlich aber gut Suff, ne? Dass man den Alkohol gut reden muss, braucht man gar nicht machen. Alkohol sowieso, ich empfehle es gar keinen, ne? Also nicht mal in kleinen Mengen, braucht man gar nicht darüber reden. Okay, das ist eine gute Meinung von ihm. Stark stehe ich dahinter. Ron, wir kennen seine Art, jetzt scheiß mal da drauf. Ne? Tun wir sogar so, als wäre er nicht mal auf Alkohol. Wir tun jetzt einfach mal so, er wäre jetzt komplett nüchtern und clean. Weil so betrachte ich jetzt erstmal die Situation, okay? Und zu dem Thema, hat er sich scheiße verhalten? Ganz ehrlich, da würde ich sagen, haltet alle eure Schnauze, weil wir kennen den Background gar nicht und ich will gar nicht wissen, wie ihr drauf gewesen wärt, wenn, keine Ahnung, euer Papa jetzt irgendwie brutal angemacht worden ist oder nicht. Deswegen bin ich halt voll neutral und sage erstmal nicht, dass er sich jetzt sonderlich schlimm verhalten hat, okay? Deswegen. Ich glaube, der rafft das nicht. Wir haben noch nicht mal, dass er Hurensohn gesagt hat, kritisiert. Wir haben noch nicht mal das Verhalten kritisiert. Der Hauptpunkt, was da kritisiert wurde, ist die Aussage Geringverdiener.
in einem negativen Kontext. Aus Spaß. Jeder sagt das. Ey, du Geringverdiener. Jux und Dollerei. Man lacht dabei. Das ist ein Meme. Er hat es nicht als Meme gemeint. Der Typ hat einen Höhenflug des Todes. Aber okay, dass er da jetzt verteidigt wird, verwundert mich nicht. Das scheint so eine Krankheit unter YouTubern zu sein. Ja, nee, was bilden die sich ein? Denken die, die sind was Besseres als der Rest, nur weil die auf betrügerische Art und Weise an sehr viel Reichweite und Geld gekommen sind? Wie kann man sich denn darauf was einbilden? Ganz ruhig. So, nächste Situation. Jetzt kommt aber der ganz eklige Punkt, weswegen ich das Video auch hier machen musste, okay? Und zwar sagen viele Streamer, YouTuber und was auch immer, die ganzen mächtigen Superhelden, Moralapostel, was auch immer, die sagen jetzt, Ron, du hast jetzt alle beleidigt, die wenig verdienen, ne? Wenig, ne? Wobei man sagen muss, in Deutschland ist gefühlt jeder rich, weil jeder hat ja gefühlt ein Dach über dem Kopf und kann essen, was er will, theoretisch. Okay, da hat er auch recht. Hat er auch recht. Deswegen verstehe ich nicht, warum man jemanden als Geringverdiener beleidigen muss oder diffamieren muss, weil er nur 1500 Euro im Monat verdient. Denn ich habe als Heizungssanitär die dreckigste Arbeit gemacht und habe auch nur 1300 Euro am Ende des Monats gehabt. Und jetzt? Hätte ich gesehen. Aber jetzt wird gesagt, Ron, du sagst, du bist der Superverdiener, kannst dir 300 Domperions leisten und beleidigst jetzt den Typen, weil er ein Geringverdiener ist, 800 Euro im Monat. Und damit soll Ron angeblich alle beleidigt haben, die so mäßig wenig verdienen, also jetzt Anführungszeichen unter 2000, so mäßig nach seiner Aussage. Digga, und da denke ich mir, warum übertreibt ihr die Lage? Warum übertreibt jetzt wieder die Lage? Digga, nur weil er diese spezifische einzelne Person, mit der er offensichtlich Beef hatte, beleidigt hat, mäßig als Geringverdiener und mäßig provoziert hat, okay? Ja, aber wer provoziert denn mit sowas? Wisst ihr, womit man immer provoziert? Mit dem, was man denkt, was man hat, was der andere nicht hat. Und man denkt, das wäre ein Riesenvorteil. So mäßig, das ist so, als würde ich jetzt 99% der Menschheit in jedem Streit immer als Minischwanz betiteln müssen, weil mein Sipp über 30 cm lang ist. Nein, Spaß beiseite, aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das ist doch peinlich, Junge, das ist doch lächerlich. Er hat ihn Hurensohn genannt. Okay, schön und gut, er war sauer, er wollte ihn beleidigen. Stehe ich nicht hinter, aber kann man verstehen, im Affekt. Aber das hat doch seinen wahren Charakter gezeigt. Wie kann man so etwas verteidigen? Wie kann man diesen Materialismus verteidigen? Ganz, ganz traurig. Nach dem Motto, Digga, ich verdiene übel viel und ich flex und ich kann mir einfach das und das leisten und du kannst dir mäßig gar nichts leisten. Hat er doch jetzt nicht alle beleidigt, ne, die jetzt mäßig weniger verdienen. Ja, jetzt als Beispiel, wir sagen jetzt 2000 ist wenig, auch wenn es gar nicht wenig ist, das ist viel Geld, aber wir sagen jetzt einfach alle, die 2000 weniger verdienen. Aber dieses Gefühl wird jetzt gegeben. Ron beleidigt jetzt alle da draußen. Ron beleidigt sogar seine ganzen Zuschauer. Ron beleidigt eure Mütter. Ron beleidigt eure Onkels. Das stimmt doch gar nicht, Digga. Guck mal, wenn ich jetzt einen Kollegen jetzt habe, ne, als Beispiel, hier, mein Kollege Wash ist ja gerade hier, ne, und keine Ahnung, der Wash hat jetzt hier ein Loch in seiner Socke. Und dann kennt das, dann sagt ich zum Beispiel, ey Wash, du Penner, du kannst dir nicht mal richtige Socken leisten. Digga. Ja, stimmt, heute ist Mittwoch, ne, heute war ja Wash da und hat das Interview mit dem gemacht. Bin mal gespannt, was Wash dazu sagt. Dann sagt man doch auch nicht, oh mein Gott, Red, er hat ihn gerade Penner genannt. Damit hat er erstmal jeden beleidigt, der obdachlos ist, ne, damit hat er erstmal alle disrespected. Zweitens, auf der ganzen Welt. Und drittens, Digga, er hat ein Loch in der Socke. Damit hat er alle beleidigt, die sich jetzt keine richtigen Socken und keine richtige Kleidung leisten können. Das stimmt doch gar nicht. Das ist jetzt einfach eine spezifische Diskreditierung gegenüber einer Person. Und das ist gar nicht auf pauschalisiert, verallgemeinert, auf alle bezogen. Das ist kompletter Quatsch. Und ich denke, meine Theorie und meine Meinung ist, ich denke, Ron, natürlich, man muss sagen, Ron, ne, wie ApoAD ist halt einfach ein bekannter Charakter und ganz klare Geschichte, verdient auch so seine paar hundert Ks wahrscheinlich im Monat. Und ja, man kann sagen, es hat keinen großen Wert und so. Vielleicht hat das auf jeden einen großen Wert und vielleicht ist es auch eine Sache, mit der er sich dann mäßig aufpusht, ne, mit der er sich so ein bisschen auch definiert, zum Teil, aber auch nur zum Teil, okay? Und dann nutzt es halt einfach zum Flex. Und jetzt lass ihn doch das als Flex nutzen. Bruder, kann ich zu 0% hinterstehen. Wirklich. Ja, stehe ich zu 0,0%. Das ist echt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich sage euch meine ehrliche Meinung. 0%. Jeder, der Materialismus unterstützt, zeigt, wie wenig sein eigener Charakter, also wie charakterschwach er ist. Ist doch seine Sache. Leben und leben lassen, oder nicht? Ihr macht doch alle auf Möchtegern tolerant. Lass ihn doch
damit flexen. Ist doch seine Sache. Der eine flext mit seiner Briefmarkensammlung, der andere flext dann einfach damit, dass er 300 Millionen im Monat verdient. Ist das doch eine tolle Sache. Wie, danke, dass du Haltung zeigst. Ich stehe doch nicht ohne Wenn und Aber hinter Leute. Wenn jemand Bullshit labert, dann sage ich das. Ich stand jetzt in der Sache mit Unge und alle Leute, die zurzeit auf Red treten, sogar in meinem heutigen Video habe ich ihm wieder Rücken gegeben. Kassiere dafür sehr, sehr viele negative Kommentare, weil die Leute sagen, ey Mazak, du bist real, du bist korrekt. Warum gibst du ihm Rücken? Er ist offensichtlich zu 100% im Unrecht. Habe ich aber gemacht. Warum? Ich versuche irgendwo korrekt zu bleiben, nett zu sein. Und ich mag das auch nicht mäßig, wenn übertrieben wird. Aber ich mag das auch nicht, wenn eine Thematik gar nicht angesprochen wird. Er sagt jetzt, man sollte diese Thematik nicht so groß machen. Der Ron hat einfach alle Tabus gebrochen, die man brechen kann. So einen Menschen kannst du doch nicht in Schutz nehmen. Bruder, natürlich Jay Bronx TV. Er sagt, finde es mega gut, dass du auch UpRed nicht überall recht hast. Natürlich nicht, Junge. Wenn das komplett nicht mit meinem Mindset zu vereinbaren ist, dann gebe ich nicht mal meinem eigenen Bruder recht, wenn das nicht zu meinem Mindset passt. Zum Glück ticken die alle so wie ich. Der Typ ist ein kreativer Head. So, und jetzt ist das Ding, wo ich würde es den Faden nicht verlieren. So, zum Thema, er habe angeblich alle beleidigt, die wenig verdienen. Was ist das für eine Quatschaussage? Das ist so eine Quatschaussage. Ich habe die Theorie und ich habe die Meinung, dass er, wie gesagt, nur diese Person so beleidigt hat und triggern wollte. Er hat wahrscheinlich erstmal so leicht angeteasert und so gesagt, so mäßig so, du bist ein Geringverdiener, du verdienst wenig, und hat dann wahrscheinlich gesehen, der andere ist drauf eingegangen, der andere ist drauf angesprungen und hat nicht mal gegenargumentiert. Er hat nicht, glaube ich, gesagt, dass nach dem, was ich gesehen habe, hey, lass mich in Ruhe, Geld spielt doch keine Rolle. Und ich glaube, weil er gesehen hat, dass ihn das provoziert und getriggert hat, hat er dann... Ja, weil Ron ja voll im Modus war, irgendetwas zu sehen, ja, psychologisch zu analysieren. Er war ja voll dabei, er war voll in seinem Element. Weitergemacht. Aber es ist nicht dieser Fall, nach meiner Meinung, dass er alle beleidigt hat. Seine Fans, eure Onkels, eure Mütter und was auch immer und meine Mutter und dessen Mutter. Das stimmt, das ist wieder zu voll übertrieben und das ist wieder dieses typische, er liegt gerade auf dem Boden. Lass mal alles rausholen, was geht. Lass ihn komplett vernichten. Lass mal seine komplette Existenz nehmen. Weil ich schwör's euch, viele YouTuber, Streamer sind so, die wollen wirklich die komplette Existenz von einem nehmen. Digga, okay, man kann darüber diskutieren, hätte er sich vielleicht besser verhalten können, aber wir kennen den Background gar nicht, deswegen sage ich da auch nichts, ne? Man kann darüber diskutieren, soll er weniger trinken? Klar, da bin ich voll bei euch, Freunde, da bin ich voll bei euch, soll er weniger trinken, so Alkoholmodus und so, ist vielleicht eine Phase, soll er mal komplett lassen, soll er mal den Clean Hasen aktivieren, vielleicht kann er mal zu mir kommen, ich bringe ihn zum Freitagsgebet und so, ist ja, kann man alles darüber diskutieren, aber dieses übertriebene, er habe die ganze Welt beleidigt, und er scheißt auf alle Menschen da draußen und er ist übel abgehoben. Das ist wirklich übertrieben. Nur weil er spezifisch eine Person beleidigt hat, dessen Background. Wir kennen den Background des Streites gar nicht. Und deswegen muss ich dieses Video raushauen. Ist mir scheißegal, ich weiß, der Mainstream ist komplett gegen mich. UpRed, was sagst du da? Was laberst du und Digga? Ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, was der Mainstream sagt. Es juckt mich doch gar nicht. Ist mir doch Wayne, okay? Wenn der Mainstream sagt, dein T-Shirt ist... keine Ahnung, blau, und ich sehe, sein T-Shirt ist grau, dann sage ich, sein T-Shirt ist grau, Digga, ist mir scheißegal. So, und in dem Fall muss ich aber sagen, es geht einfach zu weit. Das ist hier einfach übertriebenstes Mobbing, so, und anstatt, dass man sagt, ey, komm, wir wollen dir helfen und lass mal talken und so, komm, Digga, so, ich würde das zum Beispiel Ron schreiben auf Instagram und sagen, Bro, komm, wir klären das, Digga. Alles easy und so. Jetzt mal im Ernst. Das sind genau die Worte, die ich gesagt habe zu dem Mainstream, wie sie bei Reds Sache vorgehen sollten. Der einzige Unterschied aber bei den beiden Themen ist, Red ist ein Angeber. Ihm ist Materialismus sehr viel wert. Reicht ihm einfach die Hand, weil er schadet keinem anderen da draußen. Er bewirbt keine Casinos, er bewirbt keinen Alkohol, keine Drogen, gar nichts von alledem. Er glorifiziert das nicht. Okay, er glorifiziert dieses, du musst viel Geld haben, um was zu sein. Aber... unterm Strich im Vergleich zu den anderen Sachen ist das nicht so schlimm. Und da habe ich in einem meiner Videos gesagt, reicht ihm doch die Hand. Genau das, was er gesagt hat, habe ich über ihn gesagt. Reicht ihm doch die Hand, anstatt alle euch drauf zu stürzen. Aber das, was Ron macht, dieses Casino, Alkohol bewerben, das sind zwei der Todsünden, zwei der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Du spuckst förmlich, du kackst jeden Morgen, wenn du Dünnschiss hast, auf deine ganze Community. Dass man das versucht zu verteidigen, warum haben die Mainstream-YouTuber das unterstützt? Frag mich nicht. Heuchlons. Heuchlons sind das, Heuchlons. Aber das
was hier der Ron gemacht hat, 0% zu verteidigen. Da kannst du drehen und wenden, wie du willst. 0%. Absolut enttäuschend. Ich kann euch nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich gerade von ihm bin. Aber was ihr wieder macht da draußen, ist reines Mobbing, reine Existenzvernichtung, sonst was, ne? Aber ihr kommt damit nicht durch, Digga. Weil Ron ist einfach ein too strong a character für die ganze Geschichte. Schafft ihr nicht. Genau wie bei ApoED. Deswegen, Freunde. Irgendwas stimmt bei Red nicht. Oder er hat hier gerade alle getrollt. Das war eher so ein Prank-Video. Gehe ich sehr, sehr stark von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles, was er hier gesagt hat, auch so meint. 0%. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einleuchten. Wie gesagt, ich komme halt oft auch auf Argumente, auf die kommen die meisten Streamer und YouTuber gar nicht, weil die halt einfach sich immer direkt im Mainstream anschließen. Dadurch, dass ich das halt nicht mache und ich halt einfach kreativer und schlauer bin, komme ich halt auch auf ganz andere Argumente, weil ich mich halt nicht festgemacht habe, mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Ist halt einfach so. Leute, man kann sagen, was man will. Auf den Blick, ich habe es gar nicht gesehen deshalb... Ron, tut mir leid, dass ich Videos gegen dich gemacht habe. Es tut mir auch richtig leid. Ich kann nur sagen, Leute, versucht mal ein bisschen neutral zu bleiben. Versucht mal nicht immer mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Versucht mal ein bisschen entspannter auch zu bleiben. Okay, nicht immer dieses übertriebene Ätze und oh. Alter, hat gerade Wash sich bei Ron entschuldigt? Sag mal, bin ich im falschen Film? Oder das muss ein Prank sein? Das kann ich niemals glauben. Hä, da muss ich den gleich anschreiben. Das ist nicht normal, Leute. Hä? Oh mein Gott, lass ihn mal seine Ehre wegnehmen und so. Entspannt euch, Freunde. Wie gesagt, es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Ne? Das sage ich ja auch immer gerne. Und ich würde sagen, Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wash hat sogar gerade ein Video hochgeladen mit dem Titel Ron Bileckis Livestream ist einfach nur peinlich. Warte, ich frag den mal. Oder das muss ein Prank sein, das kann nicht ernst gemeint sein. Ich schwöre, selbst die Verwirrung ist gerade verwirrt. Ja, ich glaube echt, das ist heute Gegenteiltag. Mir fehlen da einfach die Worte. Ihr könnt ja was dazu schreiben, wir können ja kurz darüber reden. Vielleicht bin ich auch nur zu verblendet. Einer schreibt, wundert mich, dass Monty noch kein Statement gemacht hat. Doch hat er doch. Monty hat sich doch mäßig mit Ron getroffen und hat sich über die Situation lustig gemacht. Der steht voll hinter Ron. Ja, ja, genau. Monty geht an Ron vorbei und sagt, lass mich durch, du Geringverdiener. Macht sich mäßig darüber lustig. Bro, das ist null lustig. Null, 0,0.